Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich den Ultraschall-Sensor für den Lego Mindstorms EV3 etwas näher vorstellen. Und das Ganze wurde sich von Chaos Evo 44 2.0 gewünscht. Ja, der Ultraschall-Sensor ist bei der Education-Version standardmäßig dabei, bei der Home-Version nicht. Man kann den aber im Lego-Shop normalerweise noch dazu kaufen. Und wenn du die normale Version hast und nicht die Education-Version, die ich hier gerade offen habe, also wenn du die normale Programmierumgebung benutzt, dann musst du hier auf die Lego Mindstorms Website gehen, den Link dazu findest du nochmal in der Videobeschreibung. Und dann musst du dir hier den Ultraschall-Sensor-Block herunterladen und den installieren. Wie man Sensorblöcke installiert, das habe ich auch schon gezeigt, ein Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Aber dann können wir mal ein neues Projekt öffnen. Aber dann können wir mal ein neues Projekt erstellen. Dafür einfach auf ein neues Projekt. Und wenn man den EV3 an den PC angeschlossen hat, dann kann man hier schon sehen, was der so ausgibt. Der kann auch im Gegensatz zum Infrarotsensor in Zentimetern und nicht nur in relativer Entfernung messen. Und man kann eben entweder einen großen Funktionsumfang benutzen, dazu gleich nochmal mehr, die Distanz in Zentimeter messen, die Distanz in Zoll messen. Die Einheit Zoll wird in Europa nicht verwendet, sondern eben Zentimeter. Und die Anwesenheit, aber dazu auch gleich nochmal mehr. Dann können wir erstmal gucken, was der Sensorblock so kann. So sieht er im Zentimeterbereich aus. Oder im Zentimetermodus. Da kann man hier dann einfach die Distanz in Zentimetern ausgeben lassen. Das gleiche auch in Zoll. Dann kann er noch die Anwesenheit messen. Da kann er entweder wahr oder falsch ausgeben, je nachdem, ob in der Umgebung noch ein zweiter Ultraschallsensor ist. Und dann gibt es noch den großen Funktionsumfang, wo man auch in Zentimeter oder in Zoll messen kann, also eigentlich das gleiche wie hier. Nur, dass man hier auch noch einstellen kann, ob das Ganze nur ein einziges Mal einen kleinen Suchpeil auswerfen soll, wenn die Entfernung gemessen werden soll, oder ob das dauerhaft eine Entfernungsmessung bzw. dauerhaft Ultraschallsignale ausgeben kann. Und dieses dauerhafte Ultraschallsignale ausgeben ist halt wichtig, wenn man hier messen möchte, ob ein anderer Ultraschallsensor anwesend ist, aber normalerweise genügt es eigentlich, wenn man nur ein einziges Mal einen einzigen Ping abschickt. Und dann werden wir noch ein kleines Programm schreiben. Ich werde jetzt als Beispiel ein Programm schreiben, wo die Entfernung in Zentimetern auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Das kann der EV3 eigentlich auch so, aber naja, ist relativ einfach. Dafür einfach ein Ausgabeblock und ein Sensorblock. Hier Text ausgeben, der per Datenleitung übertragen wird. Den Sensorblock hier eben in Zentimetern. Und dann hier den Text da rein. Übrigens leuchtet der Sensor standardmäßig rot, gelb, orangelich, also eher rot. Das kann man auch nicht ausschalten. Aber wenn man auf Anwesenheit misst, dann blinkt der Sensor. Also dann blinken die LEDs da drin und sonst leuchteten die einfach nur dauerhaft. Das ist ein bisschen unnötig, vor allem wenn man das nicht direkt steuern kann und die Lichter nicht ausstellen kann oder so, aber doch irgendwie ganz lustig. Und dann werde ich das Programm runterladen und dann werde ich gleich nochmal zeigen, dass es funktioniert. Und dann sind wir auch schon wieder, das Programm läuft jetzt eben. Hier wird die Entfernung in Zentimetern auf dem Bildschirm ausgegeben. Momentan sieht man, wie weit das Stativ von dem Ultraschallsensor hier entfernt ist. Und wenn ich hier meine Hand dazwischen tue, dann wird das weniger. Wenn ich sie ganz ran tue, dann wird das plötzlich 255, also 255 bedeutet auch Fehler bei der Messung. Aber so kann man dann eben die Entfernung messen. Man kann eben die genaue Entfernung messen, was besser ist als beim Infrarotsensor, aber insgesamt finde ich, dass der Infrarotsensor sich besser einsetzen lässt. Und ich glaube, dass der Infrarotsensor insgesamt dem Sensor hier übergeordnet ist. Vor allem, weil der Infrarotsensor eben auch bei Infrarotlichtquellen messen kann, wo die herkommen. Und das kann der Ultraschallsensor nicht. Der kann nur messen, ob eine andere Ultraschallsensorquelle oder ein anderer Ultraschallsensor in der Nähe ist oder nicht. Aber das war's dann noch mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Bei Fragen kannst du dich gerne in den Kommentaren an mich wenden und dann hoffentlich bis zum nächsten Video.